Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, an diesem Freitag auf Regio TV. Was heute los war, erfahren Sie jetzt im Journal BW mit diesen Themen. Urteil. Amtsgericht verurteilt Geschäftsführer der Kurbetriebe Bad Wurzach. Imker ziehen Bilanz. In der Region Ulm kein außergewöhnliches Bienensterben. Und Derby-Countdown. Gute Stimmung bei den Fans vor Hochrisikospiel. Bodycams. Lange ist über ihre Einführung diskutiert worden. Jetzt geht es nur noch um das richtige Modell. Das soll bei einer Erprobungsphase unter anderem in Stuttgart ermittelt werden, die heute startet. Die Kameras tragen die Polizisten am Körper und werden bei gefährlichen Situationen angeschaltet. Sie sollen deeskalierend wirken und bei der Beweisführung helfen und hätten vielleicht auch das Prügelvideo, über das wir erst gestern berichtet haben, verhindert. Prügelnde Polizisten, wie hier vor rund 2 Monaten in Stuttgart. Für solche Situationen verspricht sich Innenminister Strobel in Zukunft bessere Aufklärung durch Bodycams. Das ist sogar ein klassischer Fall, wo die Bodycam hätte zum Einsatz kommen können und aus Beweissicherungsgründen auch hätte helfen können. Polizeigewalt ist jedoch die Ausnahme. Die Gewalt gegen Beamte ist ein ungleich größeres Problem. Die Fälle sind laut Polizeikriminalstatistik zuletzt deutlich gestiegen. Deswegen wird nun in den Stuttgarter Polizeirevieren an der Theodor-Heuss-Straße und in Bad Cannstatt die Bodycam getestet. Mit dem Geräusch beginnt die Aufnahme. Ein Polizist, der namentlich nicht genannt werden will, hat sie bereits bei einer Verkehrskontrolle angewendet. Bei der Bürger etwas uneinsichtig war mit unserer Kontrolle. Er hat gleich gesagt, dass seine Tochter Jura studiert und wir das nicht dürften. Ich habe dann ihm gesagt, dass ich ihn jetzt aufzeichnen werde. Und nachdem ich das ihm gesagt hatte, hat sich die Verkehrskontrolle relativ entspannt. Beim 6-wöchigen Praxistest soll nun das beste Modell ermittelt werden. Eine Sache stört den Minister bereits an den jetzigen Kameras. Meine erste Beobachtung ist die, dass die Knöpfe ein bisschen klein sind, ein bisschen versteckt sind. Ein Polizist steht häufig viele Stunden in der Kälte im Freien. Mit Handschuhen ist das, so wie ich es empfunden habe, kaum zu bedienen. Eine für die Beamten praktische Funktion, das Pre-Recording. 30 Sekunden vor der Aufnahme nimmt das Gerät bereits auf, hilfreich für die spätere Beweisführung. Aufnahmen, auf denen nichts Relevantes geschieht, werden später gelöscht. Zudem wird nur bei Gefahr aufgezeichnet. Im nächsten Jahr sollen nach und nach weitere Polizeireviere die Kamera erhalten. Wie viel das kosten wird, ist noch unklar. Strobel betont mehrmals, dass Sicherheit nun mal Geld koste. Fast schon demonstrativ verkündet er anschließend den Kauf von über 1200 neuen Polizeiautos. Das Land macht ernst mit seinem Versprechen, mehr in die Polizei investieren zu wollen. An dieser Stelle wie immer die wichtigsten Kurznachrichten im Überblick. Verfahren gegen mutmaßlichen Vergewaltiger eingestellt. Das Verfahren gegen einen 31-Jährigen, der vor dem Landgericht Ravensburg wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und Missbrauch eines Kindes angeklagt worden war, wurde heute eingestellt. Nachdem der Angeklagte am ersten Tag noch die Tat vollumfänglich eingeräumt hatte, zog er seine Aussage heute wieder zurück. Sein Verteidiger legte zudem Beweise vor, die die Vergewaltigungsvorwürfe widerlegten. Die Untersuchungshaft wiege dem Gericht zufolge die Anklage wegen Kindesmissbrauchs auf. Der Richter stellte das Verfahren ein und hob den Haftbefehl auf. Der 31-Jährige verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Oberbürgermeister begrüßen Einigung mit Land beim Pakt für Integration. Bei ihrem halbjährlichen Treffen in Singen zeigten sich die Oberbürgermeister des Sprengels Südbaden im Städtetag Baden-Württemberg zufrieden über das erzielte Ergebnis. Ja, zunächst mal war neu natürlich der Pakt für Integration und jeder will wissen, wie das für ihn auch umsetzbar ist. Stellt man selber Leute ein, wie viel Geld gibt es und nach welchen Kriterien, wann und wie und für welche Flüchtlinge. Das ist ein zentrales Thema, nicht kontrovers, aber neugierig, wenn man so sagen will. Weitere Themen, die Pläne des Bundes zur Verkehrsinfrastruktur. Hier sei es für die Städte wichtig, dass das Land weiterhin Zuständigkeiten für die gelben Bundesstraßen sowie für die Planfeststellungsverfahren behalte. Auch bei der Digitalisierung der Schulen herrsche laut Städtetag dringender Handlungsbedarf.
Staugefahr. Pünktlich zu Beginn der Osterferien werden die Straßen wieder voll. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg rechnet in der Region mit zahlreichen Staus. Insgesamt sind während der Osterferien 16 Baustellen auf den Autobahnen in Baden-Württemberg eingerichtet. Als besonders stauträchtig gilt unter anderem die A8 zwischen Mühlhausen, Märklingen und Ulm. Das Verkehrsministerium empfiehlt, möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bei Reisen mit dem Auto sollten sorgfältig Alternativrouten vorbereitet werden. Der ehemalige Kurgeschäftsführer von Bad Wurzach hat in seiner Bewerbung nicht nur den Doktortitel, sondern auch gleich zwei Studienabschlüsse gefälscht. Heute wurde er vor dem Amtsgericht Wangen unter anderem wegen Titelmissbrauchs verurteilt. Wie hoch die Strafe ausgefallen ist, zeigen wir Ihnen gleich nachher im Journal BW. Bleiben Sie dran. Starten Sie mit Blickfang Bodensee ins Wochenende. Jeden Freitag um 20.30 Uhr stellen wir Ihnen die Highlights aus unserer Region vor. Wir zeigen Ihnen die besten Freizeittipps und die schönsten Ausflugsziele. Seien Sie dabei, immer freitags um 20.30 Uhr. Wir sehen uns! Am Sonntag ist es soweit und vielleicht kommen auch da schon die ersten Körperkameras zum Einsatz. Der VfB Stuttgart trifft in der zweiten Liga auf den Karlsruher SC. Schwaben gegen Baden. Für manche nur das Hass-Derby, für die Polizei ein weiteres Hochrisikospiel. Wie schon vergangenen Sonntag gegen Dresden werden auch dieses Mal 1000 Polizisten in Stuttgart im Einsatz sein. Meine Kollegin Lena Konrad hat sich heute schon mal umgehört, wie die Stimmung vor dem Derby ist. Hier am Würstchenstand von Manu stärken sich die Fußballfans vor und nach dem Spiel. Die 58-Jährige verkauft seit 10 Jahren an ihrem Stand in Cannstatt die Würste. Da hat sie schon so einige Spiele zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC miterlebt. Als beide in der ersten Liga waren, ja, natürlich das kleine Derby, das ist, war echt toll, aber nie Probleme, nie Stress, nichts. Dass das auch am Sonntag so bleibt, sind wie beim Spiel gegen Dresden wieder rund um das Stadion Wasserwerfer, Polizeipferde und mehr als 1000 Polizisten im Einsatz. Über 600 gewaltbereite Fans werden erwartet. Das scheint hier aber keinen zu schrecken. Genauso wenig wie das massive Polizeiaufgebot. Solange die das Zeug nicht benutzen, dann passt es doch eigentlich so weit. Irgendwo muss auch die Polizei präsent sein. Wenn nicht für solche Fälle, dann fürs was. Man fühlt sich auf jeden Fall sicherer. Und gerade die Aktion, die man in anderen Stadien manchmal mitkriegt, mit Steine werfen und sonstigen, ich finde es nicht schlimm, ich finde es gut. Und gut ist auch die Stimmung, wenn es am Sonntag heißt, Schwaben gegen Baden. Ich hoffe, dass es natürlich klappt, ja, dass die Karlsruher, dass wir die in die dritte Liga schießen und wir uns in die erste. Ich bin jetzt nicht bei den ganz Harten dabei und sing so, aber es macht schon Spaß, so in diesem Konvoi dahin zu laufen. Ja, Karlsruhe ist scheiße von daher. Keine Frage, VfB gewinnt. Der Ansicht ist auch Stuttgarterin Manu. Wir gewinnen. Auf alle Fälle. Und dass es vor allen Dingen auch ruhig abgeht, dass es viel Krawall gibt. Das ist schon das Wichtigste. Wir spielen nämlich nicht gegeneinander, sondern miteinander. Einer gewinnt halt. Und das sagt eine, die weiß, was es heißt, wenn es um die Wurst geht. Was sich dann abseits des Stadions abspielt, werden wir natürlich beobachten. Alles dazu sehen Sie am Montag hier bei uns. Und damit direkt zu weiteren Nachrichten aus der Metropolregion. Wie gewohnt jetzt kurz und kompakt auf den Punkt gebracht. Pilotprojekt startet. Nach 3 Monaten Umbauzeit ist heute ein Ausbildungscampus in Stuttgart eröffnet worden. Hier können junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte in Zukunft bei ihrer Ausbildungs- oder Praktikasuche unterstützt werden. Beraten werden sie dabei unter anderem vom Jobcenter oder von der IHK. Getragen wird das Pilotprojekt vom speziell dafür gegründeten Verein Stuttgarter Bildungscampus. Pilotprojekt startet. Nach 3 Monaten Umbauzeit ist heute ein Ausbildungscampus in Stuttgart eröffnet worden. Hier können junge Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte in Zukunft bei ihrer Ausbildungs- oder Praktikasuche unterstützt werden. Beraten werden sie dabei unter anderem vom Jobcenter oder von der IHK. Getragen wird das Pilotprojekt vom speziell dafür gegründeten Verein Stuttgarter Bildungscampus.
Haben Sie schon einmal vom Bienensterben gehört? Das ist schon seit längerer Zeit ein großes Problem. Schuld daran sind Pestizide und Parasiten. Immer wieder beklagen Imker hohe Verluste bei ihren Bienenvölkern. Wie die Situation in Ulm aussieht, das haben wir uns mit Beginn der Blütezeit mal angesehen. Wenn Bienen sterben, ist das öffentliche Interesse immer groß. Denn die kleinen Tiere sorgen nicht nur dafür, dass es Honig gibt, sondern auch für eine blühende Blumenwiese. Martin Denoir weiß das natürlich. Der Imker hat als Student mit der Bienenzucht begonnen und geht dieser Leidenschaft bis heute nach. Er kennt das Bienensterben. Der vergangene Winter war allerdings kein Problem für die Bienen. Es war kalt genug. Aber dennoch, rund 10% der Bienenpopulation überstehen die kalte Jahreszeit in der Regel nicht. Natürlich tut es dem Imker weh, wenn ein Bienenvolk gestorben ist im Winter. Aber er hat ja da kein einzelnes Haustier verloren, wie wenn der Hund in der Familie stirbt. Und er ist ja derjenige, der den Bienen die Wohnung zur Verfügung stellt. Ansonsten sind es ja Wildtiere. Das heißt, über die natürliche Vermehrung wird dann die Bienenanzahl wieder so sein wie vorher. Hier haben die Bienen einige ihrer toten Artgenossen aus dem Bienenstock gebracht. Das ist in dieser Jahreszeit ein gutes Zeichen, sagt der Experte, denn dann geht es dem Volk gut. Sterben aber vermehrt Tiere im Sommer, so können Krankheiten oder Vergiftungen die Ursache sein. Zwei Dinge machen den Bienen zu schaffen: Pestizide und Parasiten. So zum Beispiel die Varroa-Milbe. Gegen die Milben können sich die Imker aber zur Wehr setzen. Nur an der Umwelt können sie nichts ändern. Wenn wir also in einem Gebiet sind mit viel Landwirtschaft und es werden Pestizide eingesetzt und die Biene bringt schon negative Faktoren mit in ihr Volk rein, das hat der Imker nicht in der Hand. So muss auch Denoir damit leben, dass es in der näheren Umgebung zu seinen Bienen einige Rapsfelder gibt, die vielleicht auch mit schädlichen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Wegen dieser Gefahr plant die EU-Kommission inzwischen ein Totalverbot für die Verwendung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln. Mitte Mai soll die Entscheidung fallen. Denoir ist kein Freund von künstlichen Hilfsmitteln für seine Bienen. Stattdessen versucht er es mit natürlichen Stoffen. Der Imker, wenn er merkt, es hat gar nicht funktioniert, dann können wir auch Säuren einsetzen, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure, die es auch in Lebensmitteln gibt, weil wir wissen, dass die Milben da empfindlich dagegen sind. Dank jeder Menge Erfahrung startet Martin Denoir auf dem Ulmer Eselsberg aber mit einem guten Gefühl in die aktuelle Saison. Freies WLAN in der Innenstadt, das ist mittlerweile fast überall üblich. Doch in Ellwangen ist der Zugang jetzt gesperrt worden. Warum die Stadt zu dieser Maßnahme greifen musste, sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick aus Schwaben. Veränderte Dämme für Artenvielfalt. In Oberelchingen haben die Umbauarbeiten an der dortigen Staustufe begonnen. Die Dämme sollen naturnah und auch 70 cm höher werden. Auf einer Länge von 500 Metern soll der Damm außerdem ökologisch umgebaut werden. Der Querschnitt des Flusses wird etwas verkleinert und der gerade Verlauf durch Baumaßnahmen unterbrochen. Dadurch sollen in und an dem Gewässer deutlich mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstehen. Öffentlicher Internetzugang abgeschaltet. In Ellwangen wird vorübergehend das kostenlose WLAN in der Innenstadt abgestellt. Die Stadt reagiert damit auf Beschwerden von Anwohnern und Passanten. In der letzten Zeit sollen sich dort vermehrt Asylbewerber aufgehalten und zu laut telefoniert oder Musik gehört haben. Die Stadt erhofft sich, dass die angespannte Situation sich dadurch beruhigt. Betroffen von der Abschaltung sind das Fuchseck und der Marktplatz. Das WLAN soll dort für 14 Tage nicht mehr zugänglich sein. Kostenlos das E-Bike laden. In Oberstadion steht E-Bike-Fahrern seit heute eine kostenlose Ladestation zur Verfügung. Sie steht direkt neben dem Osterbrunnen am Kirchplatz. Mit ihr können 6 E-Bikes gleichzeitig geladen werden. Den Strom zahlt die Gemeinde. Die Kosten für die Station 10.000 Euro. Davon musste die Gemeinde aber nur 1.000 Euro übernehmen. Der Rest wurde über Sponsoren finanziert. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus zu fördern. Er war ein Jahr lang Geschäftsführer der finanziell angeschlagenen Wurzacher Kurbetriebe und hätte diese auch eigentlich sanieren sollen. Doch daraus wurde nichts, denn Michael Neute hat sämtliche in seiner Bewerbung angegebenen Titel gefälscht. Heute hat der Richter vor dem Amtsgericht Wangen das Urteil über den 60-Jährigen gesprochen. Von Anfang an sei ihm Michael Noltes Bewerbung komisch vorgekommen. So der ehemalige Chefarzt des Moorsanatoriums, das zu den Wurzacher Kurbetrieben gehört. So enthielt die Bewerbung keine Zeugnisse oder Urkunden, sondern stattdessen 3 Zeitungsartikel über Michael Nolte. Und nicht nur das.
wenn man sich die Unterlagen genau ansieht, fällt es auf Anhieb auf, dass alles nicht stimmt. Weil man kann nicht zwei Hauptstudiengänge gleichzeitig machen. Man kann zwar ein Doppelstudium machen, aber nicht eine Psychologie in Bonn und Wirtschaftswissenschaften in Köln. Jacobi recherchiert und zeigt den Geschäftsführer wegen Titelmissbrauch an. Tatsächlich hat Nolte die in der Bewerbung angegebenen Titel des Diplom-Kaufmanns, Diplom-Psychologen und Doktors der Wirtschaftswissenschaften erfunden und gesteht das auch bereits in der Auftaktverhandlung. Das wirkt sich strafmildernd auf das Urteil aus. Der Richter verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe. Ich bin halt froh, dass es vorbei ist, zumindest für mich am heutigen Tag. Die 4 Monate in Untersuchungshaft, die haben schon sehr geprägt. Also ich kann es mal salopp formulieren, nochmal möchte ich sowas nicht durchmachen. Schließlich verurteilt der Richter ihn aufgrund von Betrug in besonders schwerem Fall, Titelmissbrauch, Urkundenfälschung, Untreue und Unterschlagung zu 1 Jahr und 5 Monaten auf Bewährung. Die Bewährungsfrist beträgt 3 Jahre. Die Firma Lieper bekennt sich zum Standort Kirchdorf im Kreis Biberach. Die Lieper Hydraulikbagger GmbH wird in den kommenden 5 Jahren nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Euro in ein neues Entwicklungs- und Vorführzentrum investieren. Der Neubau entsteht südlich der Kreisstraße nach Fellheim in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Werksgelände. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis 2021 geplant. Die Weingartner Klosterfestspiele stehen offenbar vor dem endgültigen Aus. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung ist die Stadt nicht mehr in der Lage, das Theaterspektakel, das seit 16 Jahren stattfindet, zu finanzieren. Der Zuschuss der Stadt beträgt rund 200.000 Euro pro Spielzeit. Drastische Sparauflagen zwingen die Verantwortlichen nun, die Klosterfestspiele und auch weitere Freiwilligenleistungen auf den Prüfstand zu stellen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Aufführungen in ihrer bisherigen Form fortgesetzt werden. Der Gemeinderat wird im Juni eine endgültige Entscheidung treffen. Neues Schallschutzgutachten kommt. Bei den Erörterungsverhandlungen zur Allgäubahn drehte sich am Donnerstagabend alles um das Thema Lärm und die Maßnahmen zum Schallschutz. Denn nach den Verkehrsdaten für die schalltechnischen Berechnungen ist zwischen Kisleck und Wangen künftig verstärkt mit Güterverkehr zu rechnen. Und das auch ohne Elektrifizierung der Strecke. Eine 22-Jährige ist bei einem Autounfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr die junge Frau von Hitzkofen nach Wilfingen. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Peugeot von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass ihr Auto zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Die Fahrerin trug schwere Verletzungen davon. Sie war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Mit dem Hubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Warum die Frau von der Straße abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Kurze Pause, dann machen wir mit Luisa Schulze von der SG BBM Bietigheim einen kleinen Stadtbummel und träumen mit der Kreisläuferin ein wenig von den ersten Bietigheimer Titeln der Vereinsgeschichte. Das und mehr gleich hier im Journal BW. Starten Sie mit Blickfang Bodensee ins Wochenende. Jeden Freitag um 20.30 Uhr stellen wir Ihnen die Highlights aus unserer Region vor. Wir zeigen Ihnen die besten Freizeittipps und die schönsten Ausflugsziele. Seien Sie dabei, immer freitags um 20.30 Uhr. Wir sehen uns! Herzlich willkommen zurück. Der 24:23 Auswärtssieg bei den Tussis aus Metzingen hat es nochmal unterstrichen. Die SG Ladies sind das Maß der Dinge in der Frauenhandball-Bundesliga. Mit 40:0 Punkten sind die Mädels unangefochtener Tabellenführer und stehen kurz vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Wir haben mit der Kreisläuferin Luisa Schulze einen Stadtbummel gemacht und nicht nur über die aktuell so erfolgreiche Zeit in Bietigheim gesprochen. Hallo, ich bin Luisa Schulze, Kreisläuferin bei der SG BBM Bietigheim. Musik
Sie fühlt sich in Bietigheim schon richtig heimisch. Die 1,90 Meter große Kreisläuferin der SG Ladies, Luisa Schulze. Die Cafés, die Altstadt, all das gefällt Schmu, wie sie von den Teamkolleginnen genannt wird, richtig gut. Erst im Oktober wechselte die gebürtige Altenburgerin nach 10 Jahren beim HC Leipzig an die Enns. Das sorgt den Handballkreisen für Diskussionsstoff. Bereut hat Schulze den Wechsel aber nie. Es ist mir natürlich nicht leicht gefallen, Leipzig zu verlassen, weil es waren 10 tolle Jahre, wo ich viel gelernt habe. Aber es war einfach an der Zeit, den Schritt zu gehen. Und ich freue mich jetzt noch in allen 3 Wettbewerben mitzuspielen. Und deswegen war es die richtige Entscheidung. Meisterschaft, Pokal, EHF Cup. Luisa Schulze und die SG BBM können in dieser Saison die ersten Titel der Vereinsgeschichte einfahren. Mit Leipzig holte die Kreisläuferin schon 2-mal den Pokal und 1-mal die Meisterschaft. Sie weiß also, wie Titelgewinne schmecken. Es ist einfach schön und man erinnert sich immer daran, wenn man einen Titel gewonnen hat. Das schweißt als Team zusammen und es ist einfach ein tolles Erlebnis, da den Pokal hochzustemmen. Und ich denke, das will auch jede Spielerin, die hier im Team ist. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und wenn wir weiter so erfolgreich spielen und als Team alles auf die Platte bringen, dann klappt das auch. 2011 feierte Luisa ihre Nationalmannschaftspremiere. 64 Länderspiele folgten. Aktuell ist sie allerdings nicht im Kader. Die Heim-WM im Dezember ist aber nach wie vor das große Ziel. Ich will einfach hier mit der SG alles geben und zeigen, was ich kann. Und es ist natürlich für eine Handballerin das Schönste, in einem eigenen Land für sein Land zu spielen. Und ich hoffe, dass das vielleicht im Dezember dann auch so sein wird. Aber bis dahin, wie gesagt, haben wir hier noch viel zu tun. Und ich werde einfach das zeigen, was ich kann. Und am Ende muss dann der Bundestrainer entscheiden, wie er den Kader aufstellt. Die Bild-Zeitung titelte über Schulze einmal Kretsche des Frauenhandballs, Grund ihrer 7 Tattoos, die ein echtes Markenzeichen geworden sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Bruder mich so ein bisschen angesteckt hat. Der ist auch sehr bunt bemalt und ich habe dann mit 19 angefangen, mein erstes Tattoo zu machen. Ja, und dann kam so Jahr für Jahr eins dazu. Es macht einfach Spaß, es ist halt ein Hobby für mich. Und meine Tattoos haben aber alle Bedeutung, das ist auch sehr wichtig für mich, um einfach das zu wissen, dass sie mir auch immer gefallen. Wer weiß, vielleicht lässt sich Luisa Schulze am Ende der Saison ein erstes Bietigheimer Tattoo stechen. Mögliches Motiv: 3 Pokale. Das Wochenende steht vor der Tür und so wie es aussieht, auch das gute Wetter. Band Madlena verrät uns, wie es ganz genau aussieht. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben schon seit Tagen das Hochdruckgebiet Orthut westlich von uns liegen. Das hatte jetzt nicht so den Drang, nach Osten voranzukommen. Aber jetzt kriegt es einen Kick zu uns nach Deutschland rein und damit wird diese leicht kühle, nördliche Strömung allmählich ersetzt durch eine trockene und warme Strömung, die von Spanien dann zu uns kommt. Die Temperaturen werden deutlich steigen und es wird richtig frühlingshaft am Wochenende bei uns, wobei es am Samstag im äußersten Nordosten von Baden-Württemberg, von der Main-Taub-Region bis zur Frankenhöhe noch ein paar hochnebelartige Wolken gibt. Ansonsten viel Sonnenschein, oft wolkenloser Himmel und am Nachmittag bis knapp 20 Grad warm am Kaiserstuhl, vielleicht sogar noch 1-2 Grad mehr. Auch der Sonntag perfekt, sommerlich sogar, Montag dann Schauer und Gewitter, dann ein Temperatursturz und dann erholen sich die Werte wieder. Vielen Dank, Band Madlener, für die tollen Wetteraussichten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Journal-BW-Woche angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitagabend. Genießen Sie das Wochenende und schalten Sie auch am Montag wieder ein, wenn Sie hier mein Kollege Stefan Kühlein begrüßt. Bis bald und machen Sie es gut.